Servus, heute bin ich beim Wandern unterwegs. Bin in der Nähe von Kelheim mit einem kleinen Auftrag für mich. Ich suche was ganz Bestimmtes. Ich weiß nicht, ob ich es finde. Ich habe es in meinem GPS abgespeichert. Und das kann man natürlich immer schön mit einer Wanderung verbinden. Und gerade in so einer Gegend wie jetzt, ist es herrlich. Es hat bloß ein bisschen gedauert, bis ich sagen kann, was los ist. Weil in der Nähe ist erstens eine Schnellstraße und zweitens so viel Schwammerl. Ich meine, die bringen alle was mit heim. Ich bin jetzt ungefähr eine halbe Stunde unterwegs. Hätte auch schon einen Kerberl voll gekriegt. Also für 3-4 Teller Suppen hätte es locker gereicht. Rotfußröhrling, Maroni. Aber heute nicht mein Auftrag. So, jetzt muss ich mich mal orientieren, dass ich mich nicht verlaufe. Die Richtung geht's weiter. Okay.
geiler Weg. So richtig durch die Pampa. Oh, herrlich. Ich liebe es, einfach freie Schnauze, ein GPS, direkt aus dem Weg zu suchen, egal was kommt. Ob das jetzt Wege sind, Sumpf, Unterholz, Wiesen, scheißegal. Müssen wir bloß schauen, wo wir hin müssen. In die Richtung müssen wir. Aber da drüben geht Weg und das schaut aus, dass da links weg recht gut ausschaut. Auf geht's! So, ja, schaut ganz vielversprechend aus da drin. Da können wir mal reinschauen. Die Richtung geht's. Da scheint es ein bisschen einen Abhang runter zu gehen da vorne. Na dann. Das Abenteuer wartet. Also ich glaube, das ist noch nicht ganz, was ich meine. Allerdings schon eindrucksvoll. Ich glaube, das handelt sich dabei um Dolinen. Was man da unten sieht, richtig tiefes Loch. Und ganz unten sieht man ganz leicht ein paar Sterne, Felsbrocken rausschauen. Das sind eingestürzte Höhlensysteme. Ich meine, wir sind hier auch in einer Karstlandschaft. Ich denke, wie viele Gebiete hier, ist auch das hier ziemlich unterhöhlt. Und die sind irgendwann einmal eingestürzt, eingebrochen, diese Höhlen, Höhlendecken. Und dann gibt es natürlich oberirdisch gesehen so eine Mulden. Die Mulden, die ich suche, sind ein bisschen zu tief. Ich suche eher flachere und sehr viel mehr an einem Stück. Schauen wir weiter. Oder schaut euch einmal dieses Loch an. Das Ding ist, ja, ich sage mal, mindestens 20 Meter tief, ewig groß. Ich meine, wie gesagt, ich suche auch Löcher im Wald, aber meine wurden mit Absicht gegraben. Das ist ein richtig schöner Wald. Viel Moos. Da versinkst du fast bis zum Knöchel im Moos.
richtig schön. Es macht echt Spaß hier zu suchen. Oder einfach bloß zu wandern, spazieren gehen. Echt schön da. Eine recht feuchte Gegend, überall morsches Holz. Farn. Ja, das schaut jetzt aus, wenn ich mal unbedingt den schwersten Weg suche, aber da muss ich jetzt durch. Macht nichts. Ich komme meinem Ziel immer näher. Gefunden. So was habe ich gesagt. Oder wenn man vorher in die Burte gesehen hat. Einfach mehr oder weniger tiefe Mulden, zwischen einem halben Meter und 2-3 Meter tief vielleicht. Und zwar wurde hier vor 2.500-3.000 Jahren, traue ich mir fast sagen, Erz gesucht. Eisen, vielleicht auch Gold. Auf alle Fälle gibt es hier in der Nähe ein keltisches Oppidum, Alcemoenis. Und zwar an der Befreiungshalle oberhalb von Kelheim. Und da ist belegt, wurde Eisenerz verarbeitet. Und das muss man irgendwo finden. Und die sind natürlich dann in die Gegend ausgezogen und haben Raseneisenerz gesucht. Das ist ein Vorkommen. Ich kenne mich da auch nicht besonders aus. Soll allerdings relativ obertägig vorhanden sein. Und soll man auch relativ leicht finden, wenn man weiß, nach was man suchen muss. Und so entstehen eben diese Mulden. Man muss sich vorstellen, die Dinger, die sind, wie gesagt, mindestens 2.500 Jahre alt. Werden wahrscheinlich in die Latenzeit bzw. in die Hallstattzeit oder noch früher datieren. Unscheinbar und trotzdem irgendwie gewaltig. An und für sich sieht man ja eigentlich nur Mulden oder Löcher im Boden. Also, naja, relativ unspektakulär. Wenn einer durch den Wald marschiert, fällt ihm das vielleicht gar nicht auf oder macht sich einfach keine Gedanken. Aber man muss sich echt vergegenwärtigen, diese Mulden, die sind teilweise vor über 2200, 2500 Jahren entstanden. Und da kriegt das Ganze natürlich schon irgendwie eine ganz andere Bedeutung. Und das ist das, was man da finden kann. Wenn man sowas findet, dann kann man davon ausgehen, dass es in einer näheren Umgebung Rennöfen gab, in denen man Eisenerz rausgeschmolzen hat. Und das hier ist so ein Schlaggerest und der ist eben übrig geblieben.
So, allerdings wird sich die Suche nach diesem Turmhügel schon ein wenig schwieriger gestalten, als wie nach dem Schürfgrubenfeld da. So Schürfgrubenfelder, die sind oft mehrere Quadrat oder mehrere hundert Quadratmeter groß. Unser Turmhügel, vielleicht einen Meter hoch, wenn man viel Glück hat. Und vielleicht 20 Meter im Durchmesser. Gibt natürlich auch wesentlich gut erhaltene, aber ganz selten. Aber da drüben habe ich was. Da schauen wir mal, das könnte was sein. Vielleicht haben wir Glück. Da drüben durch die Bildmitte sieht man so, da sieht man es recht gut, eine leichte Erhöhung. Ja. Könnte ein Meter hoch sein. Sowas könnte zum Beispiel schon sein. Da muss ich hier und schauen. Ich glaube, das ist nicht. Vor allen Dingen, na gut, von der Seite her war es natürlich schon Hügel. Es ist alles ziemlich zerwühlt hier. Ja. Und die Erhöhung ist jetzt, na, gefühlsmäßig sage ich nein, weitersuchen. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ich suche sowas schon seit Jahren auf meine Wanderungen. Grabhügel, keltische Viereckschanzen, Burgstelle, Burgruine, mitten im Wald, mitten im Nirgendwo. Teilweise sind die gerade einmal so halbscharig auf irgendwelche Karten verzeichnet. Aber irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht kriegt man ein Gespür dafür. Oder es ist einfach ein Gefühl, was einem da ein bisschen auch hinleitet. Klar nützt ihr GPS und Karten und Internet und alles, was irgendwie geht. Aber es ist halt schon so, da vorhin, es könnte schon sein, weil diese Gräben, die können durch Ausgrabungen entstanden sein. Vielleicht, keine Ahnung, hat ja irgendwann mal einer Spaß rumgewühlt. Aber ich sage einmal, gefühlsmäßig war es das nicht. Schauen wir mal, ob das bestätigt. Mal orientieren. Tunnel. Zack. Okay. Bin nicht verkehrt. Da ist das Schürfgrubenfeld. Ich werde jetzt ungefähr da drinnen sein. Das heißt, da ist ein Weg. Das ist meine Auffanglinie und dahinter ist dann der Turmhügel. Diesen Weg hier, das ist meine Auffanglinie. Die brauche ich. Das heißt, da geht's weiter. Wenn sich der natürlich in so einem Wald befindet, dann habe ich jetzt ein bisschen was zum tun. Aber man macht es ja gern, es macht ja Spaß.